Ja, kleiner Hinweis zwischendrin, warum man solche Festplatten üblicherweise nicht hier so stapeln sollte, wie ich das gemacht habe. Die liegen eigentlich hier für ein Testsystem, wie man sieht. Ich habe sogar die SATA-Kabel momentan ab. Aber die drehen halt an, wenn ich Strom drauf gebe und, ne, was passiert? Ja, die machen sehr interessante Bewegungen. Sowohl beim Einschalten auch als beim Ausschalten, halt durch die Fliehkraft der Platten da drin, bewegen die sich doch ein bisschen durch die Gegend. Also, ja, wenn ihr Festplatten habt, besser festschrauben.